So, wir sind beim dritten Teil der 9. Aufgabe und wir werden uns jetzt mit der E beschäftigen und was passiert, wenn die Nutzungsdauer sinkt oder steigt beziehungsweise und wir das im Jahr feststellen. Dazu nochmal die Aufgabe, die ihr euch auch nochmal selber angucken könnt im Notfall. Bla 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 bla. Okay. Nach einiger Erfahrung mit dem Dampfer kommt der Techniker der Oberelbe GmbH zu Beginn des 5. Jahres, also hier wichtig zu Beginn des 5. Jahres, zu dem Schluss, dass der Dampfer unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Elbe als Fahrweg und der Art und Intensität der Nutzung insgesamt nur 12 Jahre genutzt werden kann. Also unsere Nutzungsdauer sinkt von 15 Jahre auf 12 Jahre. Und E, in welcher Höhe fallen in den Jahren 09 bis 12 bei der linearen Abschreibung unter Berücksichtigung der neuen Informationen der Jahresabschlusses an und wie entwickelt sich der Restbuchwerte? Gehen Sie dabei davon aus, dass die lineare Abschreibung wegen der gesamten Nutzungsdauer verwendet wird. Gut, wir werden das Ganze halt auch für die anderen Jahre machen, damit wir das Ganze halt entwickeln können. Also, wir haben also den Abschreibungsbetrag und die Jahre 1 bis 10. Also 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 und 10 und 11 und 12. Gut, also wir gehen ja die ersten, also die vollständigsten 4 Jahre davon aus, dass unser 1,5 Millionen Dampfer 15 Jahre hält. Also deswegen machen wir halt hier einen Trennstrich, weil gesagt wird, zu Beginn des 5. Jahres wird halt festgestellt. Das bedeutet, im 5. Jahr wird schon umgeswitcht. Also haben wir hier eine Trennlinie zu ziehen. Dort verändert sich denn was. Quasi. Ab hier. Hier haben wir dann noch Abschreibungsbeträge halt zu schreiben. Also Abschreibung. Und wir gehen ja davon aus, dass bis zum 4. Jahr, bis zur Veränderung des 4. Jahres, dass wir eine Abschreibung von, also wir machen jetzt hier mal die Abschreibungsbeträge von 01 bis 04. Ist ja nichts weiter gewesen als diese 1,5 Millionen, die wir der Dampfer gekostet hat, durch unsere Nutzungsdauer, die 15 Jahre. Na, und da kommen wir genau auf 100.000 Abschreibungen pro Jahr. Und die haben wir jetzt auch hier. Und ich mache jetzt hier einfach mal den hier. Und jetzt stellen wir fest, oh mein Gott, im 5. Jahr das Ganze läuft gegen der Wand. Und das Ganze ist halt nur noch 12, die Gesamtlaufzeit ist nur noch 12 Jahre da. Jetzt haben wir ja die Sache, dass wir, weil unsere Nutzungsdauer sinkt, muss jetzt der Abschreibungsbetrag am Ende steigen, damit, also von der Theorie, damit wir halt am Ende auf Restbuchwert von 0 kommen. Gut, jetzt haben wir die Problematik, dass wir A05 bis 05 bis 12 halt haben und da müssen wir 1,5 Millionen durch 12 Jahre teilen und kommen dann auf 125.000 pro Monat. Also hier, pro Jahr meine ich, pro Monat sage ich schon, also verändert sich das hier auf 125.000
Und das geht halt hier bis runter, bis zum 12. Jahr. Und wenn wir jetzt noch den Restbuchwert halt haben möchten, am Ende für das ganze Schiff nach dem 12. Jahr, dann würden wir halt unsere 1,5 Millionen, ich schreibe jetzt hier mal Restbuchwert, berechnet sich dann wie folgendermaßen: die 1,5 Millionen minus 4 mal, also das hier, mal 100.000 minus, und dann haben wir ja hier noch 8 mal die 125.000. Und dort kommen wir dann auf 1,5 Millionen minus 400.000 und dann minus 1 Million. Und haben wir also noch einen Restbuchwert von 1.000 Euro am Ende. Gut, das war's zur E, zur F. Gibt es noch ein Video? Dort verändert sich nicht nur die Nutzungsdauer an sich, sondern es verändert sich auch der Wert, und das beides in Kombination muss man dann am Ende berücksichtigen. Okay. Das war's dazu. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen.